Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen aus dem herbstlichen Münsterland. Ich bin der Swobo und ich unternehme heute eine Tour mit meinem Pedelec, um mal zu überprüfen, ob E-Ladestationen da, wo sie in Apps verzeichnet sind oder auch bei Komoot verzeichnet sind, auch wirklich vorhanden sind, beziehungsweise wenn sie bei Komoot noch nicht verzeichnet sind, werde ich sie da eintragen und euch auch am Ende des Videos zeigen, wie ihr das ganz selbstständig auch alleine machen könnt, wenn ihr da Interesse daran habt. Das ist nämlich keine große Hexerei, diese Daten, diese Koordinaten der Stationen, Informationen dazu, auch bei Komoot sichtbar zu machen. Ja, aber jetzt keine lange Rede halten hier. Los geht's, Wetter ist schön, Sonne scheint und dann nehme ich euch mal gerne mit. Wenn ich die App E-Station jetzt auf meinem Smartphone hier öffne, sieht man schon in meiner Nähe ganz viele Ladestationen, die hier verzeichnet sind. Das ist ja richtig vielversprechend. Das ist so ein Radius von gut 25 Kilometer um meinen Heimatort hier, um Havixbeck im Münsterland. Und da bin ich auch schon ganz gespannt. Da werde ich natürlich nicht alle abradeln heute. Aber mal gucken, die ich natürlich kenne und selber eingetragen habe schon, die werde ich jetzt nicht besuchen. Da weiß ich ja, dass es die gibt. Heute mal wirklich auch in meinem Ort hier in der direkten Nachbarschaft mal schauen, die Eintragung von anderen Leuten, ob das auch alles wirklich so ist, wie es da steht. Die erste Station jetzt hier heute ist das Baumberger Sandsteinmuseum hier bei uns in Havixbeck. Wirklich sehr empfehlenswert, aber wir wollen ja nicht das Museum anschauen. Wir wollen ja schauen, wie es ist mit den Lademöglichkeiten für mein Pedelec. Hier ist der Fahrradständer und die verzeichnete Ladestation befindet sich auf dem Gelände hinten am Café. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch, weil das Café hat geschlossen. Das heißt, wenn hier keine Öffnungszeiten sind und im Winter ist das komplett geschlossen von November bis März, wenn ich da richtig informiert bin, dann kann ich hier auch nicht laden. Ja, dann war es das schon mit dem Test von Ladestation Nummer 1, würde ich mal sagen, aus meinen Ansprüchen her durchgefallen, weil ich suche Ladestationen, wo ich 24/7, wenn ich auf Touren bin, auch abends noch laden kann, unkompliziert und nicht von irgendwelchen Öffnungszeiten abhängig bin. Also werde ich das so als Kommentar auch bei E-Station dann eintragen. Ich war jetzt mal kurz hier am Bahnhof bei uns in Havixbeck und habe mal geschaut, wie es da mit einer Ladestation aussieht. Die ist zwar in keiner App verzeichnet, auch nicht bei Komoot, aber ich dachte mir, ich fände das gut, wenn da eine wäre. Ne? Gerade so kleine Bahnhöfe, man wartet auf die nächste Bahn, die einen irgendwo weiterfährt, wenn man auf einer Tour unterwegs ist und ein bisschen mit der Bahn überbrücken möchte. Und da wäre es auch eine super Sache, wenn man bei der Gelegenheit auch sein Bike laden könnte. Aber Fehlanzeige, weil wie gesagt auch keine eingezeichnet, aber ich dachte mir, ich schaue mal ein, ich schaue mal nach, das heißt ja nichts, wenn es nicht eingetragen ist, dann hätte ich es ja erledigen können. Ja, herzlich willkommen jetzt hier in Stift Tilbeck und dann schaue ich mal hier am Café am Wasserturm, Café am Turm, sollten auch Ladestationen sein. Willkommen. Ah ja, guck mal. Jetzt werde ich natürlich noch überprüfen, ob die auch wirklich eingeschaltet sind. Da habe ich ja auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Stichwort Feenroute. Um das jetzt zu überprüfen, habe ich natürlich mein Ladegerät dabei. Dann schauen wir mal. Ne? Kann ich auch noch umsonst ein bisschen laden. Ne? Bei den Strompreisen ja auch ganz attraktiv. Fahrrad wird geladen, also die Ladestation funktioniert. Und dann schaue ich noch mal eben, ob die Daten der Ladestation richtig eingetragen sind. Gehen wir mal rüber hier zur App.
So. Stift Hilbeck. Vier Schuko-Steckdosen ist auch süß. Schuko-Steckdosen. Und Bilder sind auch vorhanden. Von daher alles tippitoppi, brauche ich also in der App nichts eintragen. Und Daumen nach oben habe ich natürlich da gelassen. Dann sehen andere Nutzer natürlich auch, okay, die scheint es wirklich zu geben, die Ladestation. Da haben andere Leute schon das positiv bewertet. Und nachher zeige ich euch natürlich zu Hause bei mir am PC, wie man diese Informationen auch nach Komoot bekommt. Ist aber einfach herrlich heute hier, ne? So im Herbst, wenn die Blätter ihre Farbe verändern, dieses Rotbraun. Tippitoppi. Die Strecke, die ich hier heute radel, stelle ich natürlich auch zum Nachradeln bei Komoot ein. Den Link dazu findet ihr dann hier unten in der Videobeschreibung. Mittlerweile Kilometer 22. Herzlich willkommen in Bouldern und ich bin schon ganz gespannt jetzt hier auf die Ladestation. Ich weiß, früher war das mal so, dass da Schließfächer waren und es in der Eisdiele den Schlüssel dazu gab. Und wir haben November, da ist Eisdiele ja eigentlich auch nicht so das aktuelle Thema. Bin ich mal ganz gespannt, was es jetzt gleich erwartet, beziehungsweise was mich gleich erwartet. Guck mal, hier auch noch das Hinweisschild auf die Ladestation hier direkt am historischen Marktplatz in Bouldern. Und hier die Ladestation, aber die haben das noch nicht geändert. Guck mal, immer noch mit Schloss hier. Schlüssel gibt es für Schränke 1 und 2 beim Tabakgeschäft. 3 und 4 Eisdiele. Okay, gucken wir beim Tabakgeschäft direkt hier um die Ecke. Eine wunderschöne Kirche hier, ne? Aber ist ja nicht das Thema heute. Hier, das Tabakwarengeschäft. Tja. So ist das dann, ne? Ist Samstag, da hat das Geschäft geschlossen, ist jetzt 12.30 Uhr. Aber wann macht man denn sonst Touren, ne? Wenn nicht am Wochenende? Ich habe ja nicht in der Woche, bin ich arbeiten, dann brauche ich das hier nicht, ne? Tja, merkst du nix. Fahre ich jetzt weiter zur nächsten Ladestation nach Nottuln und dann hoffe ich, dass ich da mehr Glück habe. Ich schaue noch mal eben, was hier eingetragen ist. Bouldern Denkmal, Schließfachschlüssel kostenlos. Ja. Laden nur während der Öffnungszeiten möglich. Schreibe ich da mal hin. Und ein trauriges Emoji. Kommentar senden. Und das gibt von mir natürlich auch den Daumen nach unten. Nicht, weil ich das in der App jetzt nicht toll finde oder dass ich den Eintrag der Ladestation nicht toll finde, aber sie hilft mir halt nichts, ne? Und darum brauche ich da keinen Daumen für nach oben geben. Und mittlerweile bin ich jetzt auch schon gut 25 Kilometer hier geradelt. Das heißt, mein Akku hier, der Swobo-Akku, muss auch ein bisschen aufgeladen werden. Ich habe Hunger, ne? Und hier ist eine kleine Sitzgelegenheit. Hier machen wir ein bisschen Pause. Wünsche ich mir. Das hat jetzt mal richtig gut getan, ein bisschen was in den Magen zu bekommen, auch was Warmes zu trinken. Obwohl, so kalt ist es gar nicht. Ne? 8 Grad zum Fahren eigentlich ganz angenehm. Okay, ein bisschen windig. Und da geht es jetzt weiter hier Richtung Nottuln. Ich
Ich bin jetzt auch hier die ganze Zeit in der Tourunterstützung unterwegs. Habe mir gedacht, Reichweitenangst brauchst du ja heute nicht haben. Da fährst du ja regelmäßig eine Ladestation an. Aber will mal hoffen, dass die in Nottuln jetzt auch wirklich zugänglich ist. Aber nein, brauche ich nicht wirklich. Ne? Ich habe genug Restreichweite. So eine Riesenstrecke wird das heute ja nicht. 25 Kilometer sind es jetzt gerade im Moment. Und ich denke mal, das Gleiche kommt vielleicht noch dazu, wenn überhaupt. Und in den letzten Jahren hat sich auch eine ganze Menge getan hier im Thema Radwege. Der hier ist auch noch gar nicht so alt, ich glaube jetzt 4 Jahre. Und das ist schon eine feine Sache, dass man hier nicht immer auf der Landstraße mitfahren muss, dann durch die engen Kurven. Die Autofahrer sehen einen dann nicht früh genug. Von daher finde ich das natürlich hier tippitoppi. Ja, liebe Leute, den Test hier heute in Nottuln zu machen, offensichtlich nicht die beste Idee. Man schaut hier halt Kirmes und eine ganze Menge Leute unterwegs, da kann ich nicht gut filmen. Die erste Station gerade wäre am Café Auszeit gewesen, da habe ich überhaupt nichts gefunden. Da war für mich nicht erkennbar, dass da überhaupt eine Ladestation irgendwie außen montiert ist. War allerdings auch ein Festzelt vorgebaut und Absperrung, kann man nicht genau gucken. Und jetzt hier am Café, wie heißt das denn hier? Café am Stiftsplatz, das sind Außensteckdosen, aber wie ihr seht hier, die sind abgeschlossen. Das heißt wahrscheinlich auch nur, wenn ich hier Kunde bin und was verzehre, sonst habe ich auch keine Möglichkeit zu laden. Also das ist schon jetzt dann praktisch die 1, 2, 3, 4. glaube ich heute, wo es keinen Erfolg gab. Ich mache noch ein Foto hier und dann radeln wir weiter. Ja, ist also so ein bisschen ernüchternd jetzt hier die Bilanz mit den Ladestationen. Ich hatte mir das ja ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte mir, ich radel los hier, guck mal ein paar Ladestationen, ob es die auch wirklich gibt. Und ja gut, das habe ich jetzt ja auch geguckt. Und wenn die bei Komoot noch nicht eingetragen sind, dass ich euch dann zeige, wie man die bei Komoot einträgt. Das mache ich natürlich auch. Aber ich hätte ja schon gedacht, dass da deutlich mehr auch zugänglich sind. Am Ende war es ja bloß die eine in Tilbeck. Und ich fahre jetzt noch zurück nach Hause, nach Havixbeck. Und da zeige ich euch auch noch mal eine Ladestation, die definitiv zugänglich ist. Und warum ich dann auch in Buldern den Daumen runtergegeben habe, was das gleiche Modell, aber halt der Zugang ist da anders gelöst. Sonnenblumen im November hier am Wasserwerk. Tippitoppi. Und hier links und rechts an den Streuobstbäumen seht ihr diese Schleifen. Das soll verdeutlichen, dass das Streuobst hier zu verschenken ist. Man darf das darf also jeder mitnehmen. Und das finde ich natürlich auch tippitoppi. Allerdings ist das alles schon mitgenommen, hier liegt nichts mehr. Finde ich wohl ein bisschen zu spät. Aber die Idee finde ich gut von der Gemeinde Nottuln hier. Aber auch hier jetzt wieder herrlich, ne? Durch den herbstlichen Wald hier zu fahren. Klasse. Und hier fällt mir ein, hier vorne am Longinusturm, am höchsten Punkt im Münsterland, gibt es auch Steckdosen. Die sind frei zugänglich, da gibt es keine Öffnungszeiten. Allerdings weiß ich nicht, ob da nur während der Öffnungszeiten Spannung anliegt. Das weiß ich jetzt nicht, das werde ich gleich feststellen. Und ich werde das in die Karte eintragen. Die hätte ich jetzt hier fast überradelt, sozusagen übersehen, vergessen, weil die gar nicht in der E-Ladestation-App angegeben war. Sehr beliebt hier bei Motorradfahrern und offensichtlich auch bei der Freiwillige Feuerwehr. Die sitzen da gerade, habe ich gesehen. Hier stehen auch die Fahrzeuge und wir schauen uns mal die Lademöglichkeiten hier an. Freiwillige Feuerwehr Recklinghausen. So, und hier haben wir jetzt die Ladewürfel.
Mal gucken, wie viele Steckdosen das sind. Ganz genau 8 Stück. Und dann schaue ich mal, ob die auch eingeschaltet sind. Ja, liebe Leute, hier auch wieder Glück gehabt. Fahrrad wird geladen. Und ich stelle fest, die einzigen beiden Ladestationen, die funktionieren, sind bei mir zu Hause und unterwegs. Beziehungsweise funktionieren, wenn die anderen ja auch irgendwie. Aber ich komme halt nicht dran. Ne? Tja, so ist das manchmal. Ich hätte schon fast gesagt, will ja nicht hoffen, dass hier in der Gegend was Schlimmes passiert ist. Ne? Dass hier so viele Feuerwehrfahrzeuge sind. Aber ich glaube, die machen wirklich Betriebsausflug, alle Kennzeichen Recklinghausen. Hier wäre ja wahrscheinlich dann ja eher die Feuerwehr Münster zuständig. Aber es ist auch eine schöne Idee, ne? Dass sie mal hier ihren Fahrzeugen mal was anderes zeigen. Ne? So, jetzt geht es rasant runter hier zu mir nach Hause. Beziehungsweise, nein, ich zeige euch natürlich erst noch die baugleiche Ladestation wie im Bouldern, halt nur mit einem anderen Schließmechanismus, der unabhängig ist von irgendwelchen Ladenöffnungszeiten und auch für Radler, die an Wochenenden unterwegs sind, geeignet ist. Tippitoppi. Ja, Kilometer 42 jetzt hier. Herzlich willkommen in Havixbeck. Und hier am Marktplatz gegenüber vom Torbogen gibt es halt eine Ladestation. So ähnlich wie die auch in Bouldern war. Das ist ein bisschen neueres Modell halt, wie gesagt. Und bei der Ladestation, bei diesem Modell hier, funktioniert das so, dass ich die Tür hier öffnen kann. Ich kann die entriegeln, wenn ich die Taste drücke. Hab drinnen halt die Möglichkeit, einen Akku einzulegen. Zwei Steckdosen oder halt das Kabel hier unten rauszuführen zum Laden, das Fahrrad davor zu stellen. Und hier am Bedienteil kann ich mir eine PIN einfallen lassen und das Ganze dann so verriegeln. Das heißt, ich bin hier völlig unabhängig von Öffnungszeiten, von irgendwelchen Geschäften oder irgendwas, kann hier immer laden. Das finde ich tippitoppi und dann ist dafür jetzt von mir auch hier einen Daumen nach oben. Dann radel ich jetzt mal nach Hause und dann kommen wir gleich zu Teil 2 von dem Video. Dann zeige ich euch, wie ihr diese Ladestation, die ihr irgendwo findet, die noch nicht bei Komoot verzeichnet sind, da eingetragen bekommt. Im zweiten Teil des Videos zeige ich euch nun, wie ihr ganz einfach Informationen über eine neue Ladestation oder über auch andere Dinge, die für Radfahrer oder Wanderer interessant sein können, bei Komoot sichtbar machen könnt. Dazu muss man wissen, dass Komoot seine Daten alle 2 bis 4 Wochen aktualisiert und zwar über das OpenStreetMap-System. Darüber besorgt sich Komoot praktisch die Daten und ich erkläre euch mal ganz kurz, was das ist. OpenStreetMap ist ein internationales Projekt mit dem Ziel, eine freie Weltkarte zu schaffen. Dafür werden Daten gesammelt über Straßen, Eisenbahn, Flüsse, Wälder, Häuser und vieles mehr. Da kann jeder mitmachen, also auch du. Das Einzige, was man machen muss, ist sich dort registrieren. Ich zeige euch als erstes, wie das funktioniert. Wenn ihr in die Google-Suche OSM eingibt, kommt als erstes oben OpenStreetMap Deutschland. Dann kommt ihr auf die Seite, die ich euch gerade schon gezeigt habe und hier oben kann man direkt OpenStreetMap nochmal anklicken. Jetzt landet man direkt schon auf der Karte und hier oben rechts gibt es die Möglichkeit, sich einmal anzumelden oder zu registrieren. Ich klicke jetzt auf Registrieren, gebe dort meine E-Mail-Adresse ein. Nehmen wir jetzt mal OpenStreetMap Test 2bo.de, nochmal bestätigen. Dann kann man sich selber aussuchen, wie der Name hier angezeigt wird. Mache ich mal 2bo Test. Dann noch ein Passwort. Das kann man sich ja auch vom Browser sicher erzeugen lassen. Und dann registrieren. Jetzt kommt noch so ein kleiner Fragebogen hier, wo man erstmal ankreuzen muss, aus welchem Land man kommt. Beziehungsweise, wenn man nicht in Frankreich wohnt und nicht in Italien wohnt, wohnt man im Rest der Welt. Kommen noch ein paar Erklärungen.
Ich habe obige Bedingungen für Mitwirkende gelesen und stimme Ihnen zu. Da steht hauptsächlich drin, dass ihr natürlich kein Quatsch da verbreiten sollt, also keine Angaben macht, die gar nicht stimmen. Und stimme dem Ganzen jetzt hier zu. Und stimme auch zu, dass diese Einträge, die ich mache, natürlich allen gehören, dass ich da jetzt keine Nutzungsrechte dran habe. So, das System hat mir jetzt in sehr großen Buchstaben mitgeteilt, dass ich eine Bestätigungsmail bekommen habe. Die muss ich dann eben bestätigen. Nach einem Klick auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail landet ihr direkt auf dieser Seite. Dort wird nochmal kurz erklärt, was gehört in die Karte, was gehört nicht in die Karte. Die Grundbegriffe für die Eintragung, das erkläre ich jetzt hier nicht im Detail. Ich erkläre euch direkt, wie man eine Ladestation einträgt. Als nächstes wähle ich hier oben links Bearbeiten an und lande dann in der Kartenansicht von OpenStreetMap. Das sind ja Satellitenaufnahmen, das finde ich nicht so übersichtlich zum Bearbeiten. Darum gehe ich hier rechts auf Bildmaterialeinstellung, einmal draufklicken. Da sieht man schon die ganzen Auswahlmöglichkeiten, die es da gibt. Alles ganz interessant, auch Radfahrkarten und so weiter hinterlegt. Ich nehme dann direkt jetzt hier die OpenStreetMap Standardkarte. Das finde ich für mich ganz übersichtlich. Mit der habe ich mich angefreundet sozusagen. Dann schließe ich das Ganze hier oben mit dem X wieder. Und zoome jetzt mal ein bisschen weiter rein in die Gegend, wo ich unterwegs bin mit meinem Fahrrad. So, ich wohne ja hier in Havixbeck und hier weiß ich, da habe ich ja auch schon eine Ladestation eingetragen. Das zeige ich euch mal eben. Und zwar diese hier. Und da seht ihr schon, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, geht links ein Fenster auf, wo steht jetzt Ladestation für Elektrofahrzeuge. Und die gucken wir uns mal genau an, was da eingetragen ist. Ich habe das einmal mit der linken Maustaste hier angeklickt. Und hier seht ihr E-Bike und Smartphone-Ladestation. Betreiber, die Firma Spiekermann, die hat hier halt ihr Gewerbe. Und die betreiben das auch. Das sind zwei Steckdosen, ist ein öffentlicher Zugang und kostet keine Gebühr. Wie sind diese Angaben jetzt da reingekommen, die sich Komoot da ja auch rausholt? Allerdings wird bei Komoot ja nur angezeigt, dass es eine Ladestation ist und nicht genau, was dahinterlegt ist. Aber in anderen Apps, die sich auch die Daten hier bei OSM besorgen, wird da auch mehr angezeigt. Hier haben wir die Eigenschaften, die ich da eingegeben habe. Access heißt zugänglich. Das heißt, es ist jetzt nicht versperrt, nicht in einem Gebäude oder sonst irgendwas. Man kann da also einfach so rankommen. Amenity ist praktisch die Annehmlichkeit, heißt es ja wörtlich übersetzt, dass es sich um eine Ladestation handelt. Charging Station. Bicycle, yes, ist also für Fahrräder. Capacity, zwei Steckdosen. Fee, Gebühr, nein. Motocar, also Elektroauto, nein. Es sind nur Steckdosen für Pedelecs. Name habe ich dann da eingegeben, E-Bike und Smartphone-Ladestation und Operator, also wer das betreibt, die Firma Spiekermann. Bei meiner Tour heute habe ich ja eine Ladestation gefunden am höchsten Punkt im Münsterland, am Longinus-Turm, die in der App nicht verzeichnet war und ich habe gerade schon mal nachgeschaut, die auch nicht bei OpenStreetMap hier verzeichnet ist. Die tragen wir jetzt mal zusammen hier ein. Hier sehen wir jetzt den OpenStreetMap-Bereich mit dem höchsten Punkt in Münsterland, dem Longinus-Turm. Und hier seht ihr schon, sind lauter Details eingetragen. Hier ist jeder Baum eingetragen. Hier rechts ist ein Steinbruch eingetragen. Hier das Café am Longinus-Turm. Mit dem Steuerrad an der Maus mache ich mir das Ganze ein bisschen größer. Und jetzt habe ich ja hier die Möglichkeit, meine Ladestation einzutragen. Wie mache ich das? Ich wähle hier oben mit der linken Maustaste die Funktion Punkt an. Ist ja eine punktuelle Sache, keine Linie, keine Fläche. Und kann mir jetzt mit dem Steuerkreuz genau festlegen, wo diese Ladestation sich befindet. Ist ja hier auf der Einfahrt, wieder linke Maustaste. Jetzt habe ich schon das Feld hier geöffnet, wo die Ladestation dann angezeigt wird. Jetzt muss ich dem OpenStreetMap-System natürlich noch mitteilen, dass es sich um eine Ladestation handelt. Hier werden ja schon mehrere Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Oben auch direkt ChargePoint, also Ladestation für Elektrofahrzeuge. Das kann ich direkt anwählen oder über die Suchfunktion natürlich auch Charge eingeben. Dann kommt das auch direkt. Linke Maustaste. Ausgewählt. Jetzt gebe ich möglichst viele Details an, die mir bekannt sind, damit andere Nutzer auch wirklich möglichst viele Informationen darüber haben. Hier seht ihr schon auch auf Deutsch übersetzt, was dann angezeigt wird. Unten Amenity, also Annehmlichkeit, Charge Station, also Charging Station, Ladestation. Dann der Name Ladestation, da kann man auch hinschreiben, schreibe ich jetzt mal hin, E-Bike Ladestation. Dann kann ich den Namen eingeben. Das ist ja am Longinus-Turm. Ladestation am Longinus. Muss auch richtig schreiben. Longinus-Turm. Operator wird wahrscheinlich der Longinus-Turm sein. Das Café am Longinus-Turm.
Und jetzt kann ich noch weitere Angaben machen zur Kapazität, Gebühr und so weiter. Mache ich Plus. Dann haben wir gerade vorhin gesehen schon Fee, Gebühr. Schreibe ich jetzt hier hin. No, kostet nämlich nichts. Jetzt kann ich die Steckdosenanzahl, Capacity, eingeben. Capacity sind 8. Dann hätte ich jetzt auch die Möglichkeit, noch Öffnungszeiten einzugeben. Zum Beispiel Opening Hours, wenn das in einer Gastronomie oder so weiter ist. Ist es ja nicht, ist ja immer zugänglich. Von daher kann ich mir das auch sparen. Also ich habe jetzt hier eingegeben, dass es eine E-Bike-Ladestation ist, dass sie so heißt, dass sie keine Gebühren kostet, dass es 8 Steckdosen sind. Dann kann ich noch eingeben Car, No, also Motorcar, No, Autos kann man da nicht laden. Und Bicycle, Yes. So, das sind doch schon eine ganze Menge Informationen. Und wie gesagt, einfach so viele Informationen eingeben, wie ihr über diese Ladestation oder das, was ihr eintragen wollt, halt habt. Jetzt gehe ich hier oben rechts auf Speichern. Dann geht hier links das Fenster auf, Hochladen zu oben Streetmap, Änderungskommentar, Änderungssatzkommentar. Dass man kurz beschreibt, warum man das gemacht hat, schreibe ich hier jetzt neue E-Bike Ladestation gefunden. Das muss man nicht dazu fügen, dieses Feld hinzufügen. Ich will meine Bearbeitung von ihm überprüfen lassen, muss man auch nicht. Man kann es auch direkt hochladen, das mache ich jetzt. Das war's schon. Die Ladestation am Longinusturm ist jetzt bei OpenStreetMap eingetragen. Dauert so ungefähr 24 Stunden, bis sie offensichtlich öffentlich bei OpenStreetMap dann sichtbar ist. Und ungefähr 4 bis 6 Wochen, bis Komoot dann seinen Server wieder abgeglichen hat mit dem OpenStreetMap-Daten und dann dementsprechend auch bei Komoot angezeigt wird. Also für jedermann, denke ich, gut nachvollziehbar. Ich hoffe, ich habe es hier verständlich erklärt. Wenn ja und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, hat das natürlich auch gerne meinen Kanal hier oder einen meiner anderen Kanäle, Links dazu in der Videobeschreibung, abonnieren. Ich freue mich, wenn es euch ein bisschen geholfen hat. Schreibt mir es in die Kommentare. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Spobo.